Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn heute ist bei mir die Vegan Beauty Basket eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Vegan Beauty Basket bekomme ich von der lieben Ina in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und ich darf auch wieder eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Außerdem habe ich auch noch für diese Beautybox, die alle 2 Monate erscheint und vegane sowie tierversuchsfreie Produkte enthält, einen Rabattcode. Und da kannst du 5% mit sparen. Das geht mit dem Code CLAUDI5. Also ja, ich verlinke euch auch alles unten mal in der Infobox, auch die Produkte, die ich online einfach mal raussuchen werde. Und ja, wie gesagt, ab 23,33 habe ich das schon gesagt, ich weiß es nicht, kostet diese Box und sie enthält wundervolle Beautyprodukte aus verschiedensten Kategorien, Pflege, dekorative Kosmetik, die mich einfach auch so ein bisschen wegbringen von dieser ganzen Mainstream Plastik und ganz viel aufgebrauchte Produkte, Geschichte und hinführen zu dieser etwas natürlichen Geschichte. Ich habe übrigens 2 Looks in meinem Gesicht. Ich habe mich gerade parallel, also eben geschminkt und was ausprobiert und so weiter. Also lassen wir uns davon mal nicht allzu sehr irritieren und freuen uns darauf, wenn das Video endlich online kommt, wo diese beiden Looks geschminkt werden. Genau. Ja, ne, also wie gesagt, Ina entführt mich, aber sie darf das auch. Ich habe hier den Deckel mal entfernt. Wir haben immer die gleiche Verpackung. Es ist so matt schwarz, finde ich total schön. Das ist kein Karton, der sich unbedingt dafür eignet, ihn als Versandkarton zu nutzen, aber ich glaube, dass er von der Höhe genauso hoch ist, dass man den als Brief verschicken kann oder als Großbrief oder so, was schon wieder cool ist. ja, hier haben wir dann den Blick in die Box und Ina packt das echt schön ein. Wir haben das immer so in Butterbrotpapier eingepackt. Wir haben direkt so einen Naturduft, der rauskommt. Wir haben kein Füllmaterial und der Karton, der da drum zu ist, der passt auch wirklich ganz genau da drum zu. Also du hast kein Verrutschen oder sonst irgendwas. Ich finde das total spektakulär und ja, ne? Sieht aber trotzdem extrem ansprechend aus. Wir haben hier immer ein Kärtchen mit dabei, was die liebe Ina selber gezeichnet hat. Hier sehen wir eine Frau mit einer Katze und einem Fahrrad. Und ja, weil es eine Kooperation ist, hat sie mir hier hinten auch was handschriftlich draufgeschrieben. Viel Freude mit der Box und ein Smiley und ein Herzchen. Oh, Ina, vielen, vielen Dank. Ich find's cool. Ja, und hier haben wir dann das Häfchen, wo drin steht, was drin ist. Wie gesagt, alle 2 Monate erscheint sie. Im Mai ist sie das letzte Mal erschienen. Jetzt haben wir hier die Juli-Ausgabe. Ich bin echt gespannt. Wir konnten uns ein Produkt aussuchen, aber ich vergesse immer, was ich mir ausgesucht habe und welches Produkt es war, was man aussuchen konnte. Dann kann man zum Beispiel unterschiedliche Farben von Blushes, von Lippenprodukten, von Nagellacken aussuchen oder Shampoos, je nachdem, welche Haarstruktur du hast und so, was ich echt cool finde. Und wie gesagt, hier ist die Produktkarte. Ich gucke auch mal, ob ich da irgendwelche Rabattcodes habe. Die kann ich euch dann ja auch gegebenenfalls einfach mal mit einblenden. Ja, gibt es tatsächlich. Und 5 Produkte sind auch hier dieses Mal wieder in der Box enthalten. Meistens haben wir hier sogar Originalgrößen drin. Hier haben wir so einen Flyer mit dabei von Dabba Organics. You are the nature. Mhm. You are the softness of moss, the strength of northern wind, the magic of forest, the flow of water. Dabba is the story about a journey back to the nature, wilderness and purity, back to our roots. Nein, back to your roots and to your deepest self. Okay, ich bin sehr gespannt. Sowas würde ich eigentlich eher vermuten, wenn da irgendwelche Männersachen drin sind. Irgendwas auf zur Natur, auf zur Wildheit. Okay, wir haben das Seidenschleifchen einmal gelöst. Dann schauen wir mal zusammen rein, was sich in dem Butterbrotpapier verbirgt. Also, ne, ich weiß schon, was ich mir ausgesucht habe. Den Nagellack, yay! Ich freue mich den Keks, Leute. Okay, also, wir fangen mal mit dem größten Produkt an. Das ist von I+M. Von I+M, es ist eine Naturkosmetikmarke aus Berlin, haben wir schon öfters was in Boxen drin gehabt. Die gibt es auch in der Drogerie zu kaufen, ist ein bisschen hochpreisiger, aber sehr, sehr gut von den Inhaltsstoffen. Mir hat bislang nicht alles gefallen, was ich davon ausprobiert habe, aber doch das meiste. Das ist fair, organic und vegan, Lichtschutzfaktor 30, eine Sonnenmilch für den Körper, sensitive, sun protect, wasserfest. Das ist perfekt. Ne? Also für mich könnte es tatsächlich noch ein höherer Lichtschutzfaktor sein, also 50 oder 50 plus, weil ich halt echt eine super krasse Blassnase bin.
Aber wenn ich so wie jetzt, ja, ich bin tatsächlich schon vorgebräunt, Leute, das ist hardcore. Wenn ich so wie jetzt vorgebräunt bin, dann kann ich mir auch Lichtschutzfaktor 30 mal gönnen. Sag mal, ne? Ja, ich werde echt nicht braun. Aber gut, ja, finde ich nice. Und das ist auch eine Full Size und es waren rein 100 Milliliter sind in diesem Produkt enthalten. Da freue ich mich drüber. Passt auf jeden Fall jetzt zum Sommer und dann kann man sich halt ohne schlechtes Gewissen zu bekommen bräunen. Das finde ich toll, das gefällt mir. Dann habe ich hier den Nagellack drin. Der kommt in mein Full Face Beauty Boxen mit rein, weil da probiere ich halt auch die Nagellacke mit aus und die Parfums, die in Boxen enthalten waren. Terre et Beauté, also Boden, nein, Erde und Schönheit. Natural Coconut Inside, also das scheint aus Kokosnüssen zu sein. Das finde ich ja spektakulär. Ist so ein helles Blau oder Türkis, das habe ich mir halt ausgesucht, weil ich das wunderschön finde. Ich liebe solche Farben im Sommer. Und hier habe ich einfach Lagon Bleu. Glanz und Haltbarkeit für viele Tage. Bis zu 85% natürliche Inhaltsstoffe, Kokosnussduft. Ja, ich glaube, im Nagellack wird dieser Kokosnussduft sehr schnell verfliegen. Wir haben so einen Holzdeckel, was ich cool finde. Ich mag ja nicht so gern Kokos, ne? Aber es ist nicht schlimm. Es riecht eher nach Nagellack als nach Kokos. Seien wir mal ehrlich. Hier haben wir so ein recht breites Pinselchen. Das sieht schon mal sehr, sehr verheißungsvoll aus. Und vielleicht wird das sogar den ablösen, den ich hier noch habe. Ich habe so einen von Sally Hansen. Der aber mittlerweile, nee, den habe ich sogar schon aussortiert, ne? Kann das so sein? Ja. Genau, dann ist das jetzt mein neuer. Finde ich cool, wird ausprobiert. Ich freue mich in Keks. Habe ich da nicht sogar, nee, von denen habe ich jetzt keinen. Von Pure Soul habe ich einen. Was ist denn Pure Soul? Bist du Pure Soul? Nein. Du bist Pure Soul. Guck mal, da habe ich einen Rabattcode von. Und zwar ist das Pure BB, nein, Pure B Box 15. Da bekommst du 15% Rabatt, steht aber auch in der Infobox, weil du es wert bist. Indian Bliss, eine Deo-Creme, 50 Milliliter. Finde ich auch ganz schön. Sowas verwende ich gerne abends. Da verwende ich entweder einen Deo-Roller oder eine Deo-Creme oder einen Deo-Stick oder so, ne, was mir halt so in die Hände fällt. Über Tag mag ich das nicht ganz so gerne, weil abends verwende ich es halt direkt nach dem Duschen, ne? Über Tag mag ich nicht gerne dann das immer wieder auffrischen und so. Das ist nicht so ganz meine Welt. Das riecht so geil nach Sandelholz oder nach Patchouli. Riecht wie so ein orientalischer Laden, wo man Pareros, nein, wie heißen die? Palis. Ich war damals so ein kleiner Punk und da habe ich immer einen Pali angehabt und hatte ich mir einen übergroßen schwarzen Blazer von H&M gekauft und habe mich extrem cool damit gefühlt. Schwarze Fingernägel, kein Nagellack, war Edding. Aber nie die Haare gefärbt. Ich war immer ein Blondchen. Außer manchmal so One-Night-Tönung, ein bisschen türkis, bisschen lila, ne? Man kann ja auch mal für eine Nacht ausrasten. Nee, aber das ist schon ziemlich cool. Und das ist Pro Planet, vegan mit Arganöl, handgemacht. Ja, Indian Bliss, ne? Es riecht halt sehr, sehr indisch. Ich mag den Duft tatsächlich auch gerne, weil mich das halt so an damals erinnert. Und ja, schließe die Augen und genieße die sanften Duftnoten im indischen Tempel. Für mich riecht das eher nach einem Laden, wo Sachen verkauft werden, die so ein bisschen crazy drauf sind, um das mal so zu sagen. Ja, aber finde ich cool und ja, also das wird auch verwendet, da freue ich mich drauf. Dann habe ich hier das von Dabba Organics Wildest Deep Moisture Face Cream. 15 Milliliter sind hier enthalten. Das ist bestimmt hochpreisig, weil wenn die schon darauf achten, dass sie solche braunen Flaschen, braunen Glasflaschen nehmen, damit das Produkt, was da drin ist, nicht kaputt geht, dann ist es meistens ein Produkt, was gar nicht mal so günstig ist. Was sagt denn das Heftchen? 14 Euro. Ne? Das ist, wenn du bedenkst, dass es wirklich nur 15 Milliliter sind und nicht 50, rechne das mal hoch. Das ist schon krass, finde ich aber schön und ich kann auch Feuchtigkeit in meinem Gesicht gebrauchen und das soll auch einfach gut Feuchtigkeit spenden. Die Deep Moisture Gesichtscreme spendet der Haut intensiv Feuchtigkeit und versorgt sie mit frischer Energie. Nach der Anwendung fühlt sich die Haut weich und geschmeidig an und ist optimal geschützt für den Tag. Die wertvolle Formulierung sorgt für eine optimale Feuchtigkeitsversorgung, die lang anhält. Ne? Das ist auch immer wichtig, dass du nicht halt einfach nur eine Feuchtigkeitscreme drauf machst und die irgendwie für 5 Minuten gefühlt nur hält, sondern es sollte halt schon wirklich in die Tiefen gehen. Ne? Finde ich toll. Hat einen Pumper mit dabei. Läuft. Schön, das waren 4 Produkte und jetzt haben wir hier das fünfte. Und das ist so eine Marke, die hatte ich auch schon öfters mal in der Vegan Beauty Basket mit dabei. Ich glaube, eine Handcreme hatten wir auch schon mal drin. Hier habe ich jetzt ein Styling Gel Summer Splash, das ist nicht so ganz meins. Go and Home und das hier sind, ich weiß nicht, wie viel Milliliter. Steht das hier? 30 Milliliter sind hier enthalten. Ne? Also, ich verwende ja kein Haargel, ich style meine Haare nicht. Ich bin da ja wirklich ziemlich langweilig eingestellt. Aber ja, ne, stark und weich zugleich, perfektes Styling ohne auszutrocknen, wenn nicht kurze oder lange Haare, einfach und effektiv. Ja, aber nicht so krasse Haare wie meine, glaube ich. Ne?
Und meine Haare wollen auch gar nicht gebändigt werden. Aber gut, auch mal so ein Haarprodukt mit dabei zu haben, ein bisschen Haarstyling, freut bestimmt die ein oder andere. Bei mir wird es einfach mal demnächst verlost werden. Aber ich finde, wir hatten hier wirklich eine schöne Auswahl, eine schöne sommerliche Box. Und deswegen finde ich das immer ziemlich klasse, weil Ina, die macht das, ich glaube, die macht das auch hauptsächlich wirklich noch alles echt selbst. Und das ist so liebevoll. Es ist alles so mit, weiß ich nicht. Sie achtet auf viele, viele Dinge, dass die Produkte halt auch so nachhaltig sind und natürlich sind. Und dass das halt die Abonnentin anspricht und so. Ne? Und das finde ich extrem toll. Es sind gut ausgewählte Produkte, es ist abwechslungsreich und ich finde es cool. Ich finde es auch schön, dass wir uns jeden Monat ein Produkt so aussuchen können. Und deswegen, kann ich euch die wirklich nur ans Herz legen. Vielen, vielen Dank, liebe Ina, für die Zusendung der Box und dass ich sie hier vorstellen darf. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, Beauty-Boxen, Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!